Das verletzte Tier läuft davon und stirbt innerhalb von Stunden an der Infektion. Die erlegte Beute spürt der Komodo-Varan mit seinen exzellenten Geruchssinnen auf. Sensoren auf seiner langen, gespaltenen Zunge nehmen den Geruch von verwesendem Fleisch aus fast 11 Kilometern Entfernung wahr. Der Gestank zieht jedoch auch andere Komodo-Varane an. Sie stechen die Konkurrenten aus, indem sie in nur einer Minute 2,5 Kilogramm Fleisch hinunterschlingen. Die überschüssigen Fettreserven speichern sie in ihren langen Schwänzen. So kommen sie über einen Monat ohne Nahrung aus. Im Wettrennen zur Spitze der Nahrungskette ist der Komodo-Varan Meister. Riesige Schlangen und Echsen stellen klare und eindeutige Gefahren dar. Doch Tiere mit fein geschliffenen Waffen sind nicht auf trockenes Festland beschränkt. In den kristallklaren Gewässern des Asien-Pazifik-Raums leben ganz andere, faszinierende und tödliche Kreaturen. Gleich trifft ein junger Farmer tief im Dschungel auf das gefährlichste Tier im Asien-Pazifik-Raum. Plötzlich wurde ich auf den Boden geworfen. Im Pazifik und Indischen Ozean leben die meisten Meerestierarten auf dem Planeten. Tausende Korallenarten erschaffen einen ganzen Lebensraum und ein Jagdrevier für Meerestiere aller Formen und Größen. Auch für eine tödliche Schlange, die schwimmt. Der Biss einer gestreiften Seeschlange. Sie ist eine der giftigsten Tiere im Asien-Pazifik-Raum. Ihr Gift ist stärker als das der verwandten Kobra. Doch die gestreifte Seeschlange ist Menschen gegenüber weniger aggressiv. Eine frei schwimmende Seeschlange geht einer Konfrontation fast immer aus dem Weg. Diese Schlange spart sich ihren tödlichen Biss für die Jagd auf. Sie streift in den Riffen nach Beute umher, von der Bengalischen Bucht über die Südchinesische See bis zum Pazifik. Sie lebt an Land und im Wasser. Für ihr Leben im Wasser ist sie bestens ausgestattet. Ihre rechte Lunge zieht sich fast durch ihren gesamten Körper. Dadurch kann sie 10 Meter unter Wasser tauchen und für mindestens 30 Minuten nach Aalen und Fischen jagen. Ihr flacher, paddelartiger Schwanz treibt sie vorwärts für ihren Angriff. Ihre kleinen Zähne enthalten keine großen Mengen an Gift. Stattdessen muss die Seeschlange den Aal festhalten, damit er nicht entkommt. Ihr Gift legt das Nervensystem lahm und macht das Opfer bewegungsunfähig. Myotoxine zerstören die Muskelfasern. Der Aal erstickt.
Doch obwohl Seeschlangen Aale jagen, geht manchmal auch der Aal als Sieger hervor. Tagsüber versteckt er sich im Riff und jagt bei Dunkelheit. Die Moräne. Mit ihren scharfen Zähnen und kräftigen Kiefern fängt und tötet sie ihre Beute. Selbst im Ruhezustand wirkt die Moräne aggressiv, denn ihre Atmungsweise lässt sie bedrohlich aussehen. Der Aal bezieht Sauerstoff aus dem Wasser, muss dafür sein Maul ständig auf- und zumachen. In der Asien-Pazifik-Region leben über 100 verschiedene Moränenarten. Manche sind nur 30 cm lang, andere bis zu 3,5 Metern. Sie alle besitzen ein dehnbares Rückgrat, mit dem sie sich durch enge Ritzen schlängeln. Die Moräne versteckt sich in Spalten und geht dort auf Beutefang. Wie viele Meerestiere frisst die Moräne meist nachts. Aale wenden je nach Art und Beute unterschiedliche Fangmethoden an. Fischfresser halten mit ihren Augen nach Beuteausschau. Moränen hingegen vertrauen auf ihren feinen Geruchssinn, weil sie gut getarnte Krustentiere jagen. Moränen haben je zwei weit auseinanderliegende Nasenlöcher auf jeder Seite, wo auch das große Riechorgan sitzt. Wasser fließt in die Nasenlöcher und über das Organ, wodurch die Moräne Gerüche in niedrigster Konzentration wahrnehmen kann. Der Aal hat jedoch mit den Taktiken der Beute zu kämpfen: Schnelligkeit, Tarnung, Klauen und Stachel. Die starke Moräne schnappt jedoch in einem Überraschungsmoment zu, innerhalb von 500 Mikrosekunden. Das ist schneller als ein Augenschlag. Und sie beißt gleich zweimal zu. Der zweite Biss stammt von einem Extrakiefer im Hals. Bei einem Biss in diese Qualle hält die Moräne ihre Beute mit einem zweiten Kiefer fest. Dieser doppelte Biss und Dutzende scharfer Zähne macht ein Entkommen meist unmöglich. Doch dieser Kugelfisch entkommt der Attacke, indem er Wasser in seinen Magen pumpt und sich so zu einem Ball aufbläst und für den Aal zu groß wird. Diesmal gewinnt der Kugelfisch. Eine Moräne beißt nicht nur unter Wasser blitzschnell zu. Dies ist eine der gemeinsten Waffen, die Tiere haben können. Eine wilde Peitsche, ein scharfkantiger Widerhaken. Er fügt schlimme Wunden zu, versprüht Gift und tötet. Dieses sonst eher sanftmütige und grazile Tier besitzt einen tödlichen Abwehrmechanismus. Der Stachelrochen. Dutzende Arten leben hier in den warmen Küstengewässern des Asien-Pazifik-Raumes. Oft schwimmen sie nur einen Meter unter der Wasseroberfläche, nicht weit vom Strand entfernt, wo Menschen fischen oder schwimmen. Auf der Jagd gleiten sie über den Meeresboden und ziehen Krabben, Krebse und Muscheln aus dem Sand.
Hier sind sie leicht zu sehen.